Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr Ihnen zu Hause, unterwegs, am Frühstückstisch oder im Bett. Herzlich willkommen zur Andacht am 10. Januar. Die Tageslosung für heute steht im zweiten Buch Mose. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Gott sprach: Ich will mit dir sein. Das klingt vielleicht am Anfang erstmal bescheiden, was Gott da von Mose zu hören bekommt. Wer bin ich denn? Wahrscheinlich wird sich hinter dieser Frage aber eine ganze Menge Angst verbirgen, denn viele Antworten auf diese Frage sind nicht wirklich ermutigend. Wer bin ich? Der Bruder des Pharao, mit dem der aufgewachsen ist und der ihn ganz genau kennt, vor dem er wahrscheinlich wenig Respekt hat. Ein Mörder, der in Ägypten seiner Strafe dadurch entkommen ist, dass er geflohen ist. Ein fremder Hirte, der in der Hierarchie wahrscheinlich so weit unter dem Pharao steht, dass der ihn kaum wahrnehmen würde im realen Leben. Und im späteren Verlauf der Geschichte ein erbitterter Widersacher, der in dem Land des Pharao Tod und Verderben bringt. Es gibt also wahrscheinlich auf diese Frage, wer bin ich, kaum eine Antwort, die für Mose wirklich ermutigend ist, dass er aus dieser Geschichte mit heiler Haut davonkommen wird. Und Gott hört diese Frage genau so, nämlich als Ausdruck von Angst und Sorge, und spricht zu ihm: Ich will mit dir sein. Und dann wird es am Ende tatsächlich gut und Moses ist erfolgreich, wird den Pharao überzeugen, tatsächlich die Israeliten gehen zu lassen. Denn Gott spricht: Ich will mit dir sein. Ägypten bleibt aber in der Folge immer wieder ein wichtiger Bezugspunkt für Israel in der Geschichte. Es steht auf der einen Seite für Exil, für einen Feind, historisch, aber auf der anderen Seite auch immer wieder für einen potenziellen Verbündeten. Es bleibt ein Ort, an dem Gott sich als der Gott Israels erwiesen hat. Die Geschichte Israels mit seinen Nachbarn ist immer wieder ähnlich. Von Babylon oder Mesopotamien im Osten droht Gefahr, weil Israel sich von Gott abgewendet hat. Von Ägypten, Griechenland oder zuletzt Rom wird sich Heil versprochen, wenn man sich gegen die Eroberer wendet und Gott wieder ordentlich verehrt. Und wenn Israel Gott vertraut, dann wird es gut. Die Völker der Welt, die Gott doch nicht verehren, werden zu seinem Spielball. Sie werden zum Werkzeug, das Gottes Willen tut. Und am Ende wird es gut. Letzten Freitag war Epiphanias, das auch als das Dreikönigsfest gefeiert wird. Wenn die heiligen drei Könige endlich an der Krippe ankommen, sie werden in den Legenden erst zu Königen, vorher sind es lediglich Sterndeuter. Und sie kommen aus dem Osten, also aus den Ländern, von denen Israel traditionell Gefahr droht. Diese drei erkennen Jesus als den, der er ist. Einen Herrscher, der es wert ist, dass man für ihn um die halbe Welt reist. Die Geschichte Israels mit den Völkern ist verzwickt und in der Bibel immer wieder von dem Konflikt geprägt, ob Israel Gott vertraut oder nicht. Während die anderen Völker instinktiv das tun, was Gottes Wille für sie ist. Thank you.
Vor uns liegt ein neues Jahr mit Konflikten, denen wir uns vielleicht noch nicht gewachsen sehen, wie Moses und der Pharao. Mit Strapazen, die uns zu groß zu werden scheinen, wie die heiligen drei Könige, die um die ganze Welt reisen. Mit großen Überraschungen, wie die Könige, die ihren neuen Herrn in der Krippe finden. Mit neuen Freunden und unverhoffter Hilfe, wie Mose, der mit Aaron und Gott zusammen dem Pharao gegenübertritt. Es ist ein Jahr, das uns erschrecken kann, weil so viel Neuland vor uns liegt, wie bei den Königen, die nicht wussten, wo sie letztlich landen würden. Oder weil wir eben ganz genau wissen, was vor uns liegt, wie Mose, der in seine fremd gewordene Heimat zurückkehrt. Und es ist ein Jahr, das Hoffnung schenkt, wie die Könige einem neuen Herrscher begegnen, so ganz anders als alles, was sie kennen. Oder Mose, der seinem Volk die Freiheit bringt. Es wird sicherlich ein interessantes und spannendes Jahr, das auf uns wartet. Wir dürfen aber gewiss sein, was auch immer auf uns wartet, wir werden ihm nicht alleine gegenübertreten, sondern mit Gott, der spricht, ich will mit dir sein. Amen. Und so bewahre und begleite uns der dreieinige Gott, der Vater, der das Leben schuf, der Sohn, der uns begleitet und der Heilige Geist, der in uns wohnt. Amen.